Guten Morgen, Internet. Moin. Habt ihr das etwa vorausgesehen, dass wir das sagen werden? Dicker. Ejo, was? Perfekte Überleitung. Um was es genau geht, seht ihr gleich nach dem Intro. Heute geht es um Zukunft und Vergangenheit und alles drumherum und Emotionen. So redet man auch darüber. Wir haben heute jemanden eingeladen und dementsprechend frage ich direkt fleißig süß in die Mitte, wer bist du, was machst du? Ich bin der Hendrik, ich komme aus Berlin. Du bist der... Ich bin es. Und ich zeige euch heute mal ein bisschen was über Tarotkarten legen. Oh. Über die Kunst des Tarotkartenlegens. Mhm. Und mal gucken, was da so rauskommt, was wir da so machen werden. Tarotkarten? Und, ja, ich habe euch Leute, auch was... die es nicht wissen, man Tarotkarten. Kann Zukunft und Vergangenheit eine sehen. So sieht's aus. Tarotkarten ist ein Eigenname, das kann man auch nicht übersetzen, was es heißt. Tarot heißt einfach Tarot. Wurde erfunden im 15. Jahrhundert in Mailand. Von wem? Von den mailändischen Fürstenhäusern. Die wollten es haben, das war damals das Mittelalter, das dunkle Mittelalter. Mhm. Und sie wollten quasi raus in die neue Welt. Und da hat es gut zu gepasst, Karten zu haben, die so Charaktere und Lebenssituationen darstellen. Mhm. Um dann zu sehen, ja, hat das irgendwelche Einflüsse auf mich? Bekannt bei uns wurde es erst in den 70er Jahren durch die Hippies, die dann rumsaßen auf den Wiesen. Und der Bob Dylan war ein bekannter Musiker damals. Der hat die Herrscherin, diese Karte, auf eine Langspielplatte drauf gepresst sozusagen. Und ja, über 2 Millionen Leute dachten sich dann, boah, Tarot ist cool. Geil. Und dann ging das erstmal richtig los. Kippen und Tarot. Genau. Und ich zeige euch heute mal, wie das ein bisschen geht, erkläre euch ein paar Sachen dazu. Wir haben, wie gesagt, das Rider-Waite-Tarot hier dabei. Das ist das Anfänger-Tarot sozusagen. Weil Anfänger, gibt es dann auch noch komplexere? Es gibt auch noch komplexere, weil es geht immer darum, was ist. Gibt es auch so Dark-Tarot, wenn ich dich kurz unterbreche? So, wo es einfach nur scheiße werden kann, aber du kannst mal einschätzen, was so ungefähr doof wird. Einfach nur Negatives. Wäre mal interessant. So wie, könntest heute sterben oder am Bein verlieren. Da sind wir sich so sicher. Wäre interessant für Misanthropen zum Beispiel. Ja, so Unterstützung oder Spaß. Sowas. Ja, ja. Aber das ist Gott sei Dank, das ist beides. Man muss wirklich sagen, es ist beides. Ganz bekannt ist zum Beispiel die Karte des Todes. Jeder kennt die Karte des Todes. Die sieht die so aus. Boah, als hätte ich vorbereitet. Genau, als hätte ich was vorbereitet. Und im Grunde heißt es ja nicht, es geht alles zu Ende, sondern immer die zwei Bedeutungen des Tarot. Es geht auch ein neuer Anfang quasi mit dem einher. Ne? Ja. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Misch doch mal die Karten. Lass deine Energie fließen. Okay. Mach den Kopf frei. Einmal dann hier hinlegen, den Stapel. Dreimal ablegen. Noch ein bisschen in drei verschiedenen, ungefähr gleich große Stapel. Oh Gott. Oh, okay. Ungefähr gleich groß. So, und jetzt geh mal mit der Hand drüber. Und da, wo du am meisten spürst, wo du denkst, boah, die Karte, die springt mich jetzt an. Der Stapel springt mich an. Der Stapel, okay. Aus dem Stapel bitte eine Karte. Ist egal welche. Ist egal welche. Das ist jetzt deine Tageskarte für heute. Okay. Oh, das sieht ein bisschen düster aus. Das sieht echt nicht gut aus. Würde ich jetzt so nicht sagen. Oh. Also das ist ein Baby. Es ist sozusagen die das drei. Ist wie eine Taufe oder es ist, so. Das hier ist die drei der Münzen. Das Gute ist an diesen Karten, wir versuchen die mal selber zu interpretieren. Mhm. Was siehst du denn in dieser Karte? Du sagst auch, es ist wie so eine Taufe, die sprechen ja, da. Genau, weil einer steht auch höher und spricht auf die anderen runter. Das hat irgendwie, das sieht aus, als würden die in so einer Kirche stehen und ein Mann und eine Frau, mit, die irgendwas halten. So, hey. Hattest du nicht leichte Magenschmerzen heute? Vielleicht doch einfach nur schwanger, Kelly. Wer weiß, was passiert ist. Alles klar. Alles klar heute. Auf jeden Fall musst du das, die wie du dich selber unbefleckte fühlst. Unbefleckte Empfängnis. Jesus! Das ist schon mal passiert, okay? Deine Tageskarte von heute sagt genau das aus. Wenn du ein Problem hast, wenn du dich nicht gut fühlst und so weiter, dann nehme dir eine Gruppe und versuche das zu diskutieren. Denn nur das Gruppendenken heute kann dich heute weiterbringen. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, das irgendwann mal zu machen? So? Ja, vor lauter Langeweile. Ich habe das im Grunde als in meinem Studium angefangen, vor 7, 8 Jahren. So. Was hast du studiert? Media Management. Ha, das heißt, wir landen irgendwo alle hier. So. Ah, Gott, und ja, im Studium dachte ich mir so, ja, warum nicht? Ich habe so eine Schwammneugier. Das heißt, alles, was mich interessiert, das probiere ich mal aus. Und ich fand es ganz witzig eigentlich. Also ich muss im Grunde sagen, ich selber bin nicht so ein Esoterik-Mensch. Ne? Das heißt, ich hänge da auch keine Entscheidung dran. Mhm. Und ich würde zu euch auch sagen, ne, wenn ihr Probleme habt und so weiter, fragt da nicht die Karten, sondern fragt mal Freunde oder fragt Eltern. Eltern, Verwandte, dass die euch helfen. Was das denn für eine Beule? Das dann ist so eine dann süße... Auch das. So eine süße Zusatz, Zusatzmeinung das vielleicht. Da.
das da. Wenn man es denn möchte. Okay, der Ritter der Stäbe. Der Ach, Ritter, schon wieder irgendwas mit Stäben. Die haben es aber auch. Der Ritter der Stäbe. Stäbe sind immer emotional gekoppelt, oh, sozusagen. Scheiße, der Ritter der Stäbe. Das, aber jetzt, das stresst mich schon wieder emotional. Der Ritter der Stäbe ist einer, der ist im Grunde die höchste Karte der Stäbe, ist aber sozusagen auch eine Schutzkarte. Das heißt, dir wird heute nicht viel passieren. Du reitest quasi voran mit voller Tat. Du bist eigentlich der, der heute Ansagen macht, komplett. Das heißt, im Grunde hast du heute nichts zu befürchten, denn das hier kann auch als Schutzkarte fungieren. Hey. Also, willst du mal ausziehen heute? Ich mache Ansagen hier. So, kommen wir mal zum. Willst du eine Tageskarte noch ziehen? Ich brauche keine Tageskarte. Bist sicher? Soll ich eine für dich ziehen? Nein, ich muss. Pass auf, ich ziehe mir eine und ihr interpretiert sie für mich. Ja, okay, mach mal. Okay. Zweite. Oh, die zweite. Die Königin der Kelche. Kelche sind auf jeden Fall, waren nichts wie Stäbe, also ist nicht emotional. Du bist auf jeden Fall irgendwo, Kelche guckt man immer drauf, abgelenkt. Du konzentrierst dich sehr auf eine Sache in deinem Leben, die... Oh, das geht in die richtige Richtung. Dich beschäftigt. Die du dich einfach das, konzentrieren weil willst. Weil Königin ist so das Höchste, also so die Hauptsache oder das Wichtigste im Leben, wo du drauf konzentriert bist. Also Fokus auf eine Sache. Heute. Das ist durchaus, könnte man durchaus so vertreten, absolut. Ja. Es ist verwurzelt, das heißt, man sitzt auf einem Thron. Das heißt, man, da wo man ist, kann eigentlich gar nicht viel passieren. Man ist quasi etwas über den anderen gelegen und konzentriert sich auf eine Sache, soll man sich fokussieren. Dann hat man, glaube ich, das sicherste Gefühl am Tag. Im Grunde bist du eigentlich der perfekt geborene Wahrsager. Also ich stelle die klassische... Während du über die Frage nachdenkst, bitte die Karten mischen. Die Energien müssen ja in die Karten fließen, damit die Antwort auch in den Karten steht. Pass auf. Soll ich schon vorhersagen, welche Karte du ziehst? Farbe zumindest. So, ich weiß die Farbe schon. Okay. Gelb. Fast alle von denen sind irgendwas mit Gelb. Cold reading. There I am. So. Okay, pass auf. Gibt's vielleicht schon in meinem Umfeld jemanden... Etwas. ...der etwas mit Liebe zu tun hat? Okay, das ist eine sehr allgemeine Frage. Bedeutet das für dich oder Liebe wann? Oder in deinem Umfeld Liebe? Für das, mich. Ich bin okay, man muss das. Egoist. Alles klar. Gut, dann wieder hinlegen, okay. Drei Stapel machen. Mach mal vier Stapel. Mal gucken, wie er dann reagiert. Was sind das? Das habe ich noch nie gesehen. Vier Stapel. Das verfälscht das Ergebnis, würde ich jetzt mal gerade so sagen. Okay. So, und jetzt? Oh. Welcher Darf Stapel? Ich wieder einfach irgendeine. Du gibst mir den Stapel. Der Stapel, der am meisten Energie ausstrahlt für dich. Okay. Ist dieser. Okay. Du fragtest also, ist jemand in meiner Umgebung irgendwie mit Liebe an mich gebandelt? Irgendwo gibt es da schon jemanden? Yes. Das heißt, wir machen eine ganz normale Legung. Wir gucken uns die Basis an deines Lebens. Das wird diese Karte sein. Wir schauen mal in die Vergangenheit. Das wird diese Karte sein. Und wir schauen in die Zukunft. Wir können noch nicht wissen, in welche Zukunft, ob es eine entfernte ist oder eine etwas nähere Zukunft. Aber das wird diese Karte sein. So, schauen wir uns erstmal die Analyse an. Wie stehst du jetzt da? Das Ass der Kelche. So. Die Karten, wie ich schon am Anfang gesagt habe, sind immer selbst interpretierbar. Auf fast jeder Karte ist ein Mensch drauf. Tja. Verdammt, hier verdammt. Da ist keiner drauf. Da ist keiner Komisch. Drauf. Das ist wirklich bei ganz wenigen Karten nur so. Das heißt, immer insgesamt, man darf sich nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, man muss selber sehen, wo man bleibt. Das heißt, jetzt bist du gerade, guckst mal links, guckst mal rechts, du weißt nicht genau, was los ist. Du kannst es aber auch gerade nicht einschätzen, weil du vielleicht auch nicht weißt, wer es um mich rum ist, sozusagen. Ja. Vielleicht gibt es da wen, vielleicht nicht, du bist dir unsicher. Guck mal doch mal, ob das vielleicht in der Vergangenheit liegt, wo deine Unsicherheit herkommt. Die Herrscherin. Die Herrscherin ist eine der kraftvollsten Karten überhaupt. Gott. Zumal du auch noch weiblich bist und man sieht es hier. Das ist eine Herrscherin, die auf einem Thron sitzt. Dann sieht man hier das Zeichen weiblich. Der Venus sozusagen. Das heißt, wenn man das so sieht, du hast eigentlich im Grunde früher schon sehr viel Erfüllung gehabt in der Familie und so weiter und so fort. Dort hast du Unterstützung gefunden. Man kann aber nichts sagen, Liebe ist auf jeden Fall da. Das heißt, du hast Unterstützer überall. Es ist aber jetzt nicht an eine Person gebunden, weder männlich noch weiblich, sondern es ist im Grunde komplett als Venuszeichen. Das heißt, die Liebe war in deinem Leben in der Vergangenheit auf jeden Fall vorhanden. Schauen wir doch mal. Shoutout an Mama und Papa, Leute. Schauen wir doch mal, wie das in der Zukunft aussieht. So, geht das auf ist, jeden Fall ein Clown ab, du. Das ist, die Spirale geht so weiter wie bis jetzt liegende 8, fertig. Genau, nein, das ist nicht ganz eine liegende 8, sondern es ist auch das Zeichen der Unendlichkeit. Oh. Es ist nämlich... Unendliche Einsamkeit. Das wäre jetzt aber fies. Im Grunde ist das die... Ist das die 2... Lach nicht so über meine Zukunft. Es ist die 2 der Münzen. Und man sieht hier hinten... Münzen hast du gehört? Unendlich Münzen. Geld, ja.
Es heißt auf jeden Fall so, dass du an materielle Sachen gebunden bist, die zwei der Münzen auf Unendlichkeit. Yes! Man sieht im Hintergrund auch ein stürmisches Meer mit Wellen. Man sieht auch ein Schiff quasi. Man sieht diese unendliche, die liegende Acht, die Unendlichkeit quasi. Was, wie würdest du dieses Bild jetzt interpretieren für deine Zukunft? Super viel Kohle. Nein, keine Ahnung. Du hast ja gefragt, gibt es jemanden, mit Liebe sozusagen. Ja. Im Moment sehe ich leider nur, dass die, die um dich rum sind, ein bisschen auf Kohle aussehen. Vielleicht findest du die Liebe irgendwo in Übersee, möglicherweise. Vielleicht nicht hier, vielleicht musst du auf eine Reise gehen, um deine Liebe zu finden. Aber jetzt im Moment, in der nächsten Zeit, kann ich leider da nichts für dich entdecken. Oh, aber dafür habe ich Münzen. Und wir wissen ja alle, dass es viel wichtiger ist. Nein, das macht Spaß. Ist es nicht, wenn wir die alle nochmal nebeneinander liegen, nur um mein Statement nochmal kurz auszubreiten. Gelb, gelb, gelb. Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Der Magier. Aber jetzt nicht. Der Beste. Geil. Okay, Entschuldigung. Wahnsinn. Mir wurde gesagt, wir machen jetzt nichts mehr für mich, weil meine Zukunft und meine Vergangenheit ist auch nicht so spannend, weil wir einfach das zeitlich nicht mehr hinkriegen. Wenn ihr euch nochmal für sowas interessiert, denn du bist ja noch ein bisschen versiert, hast du immer gesagt, im Handlesen auch noch, können wir sowas wenn ihr das macht. In die Richtung mal auch nochmal machen, wenn euch so Esoterik ist es ja dann im Fachmunde, ne? Sagt man. Das hört sich immer so abwertend an, aber richtig. Es ist ja Esoterik so normalerweise. Es fällt ja unter die Kategorie, wenn wir sowas nochmal in die Richtung machen sollen, ihr euch vielleicht auch dafür interessiert oder mal ein bisschen über Sternzeichen reden sollen oder was man sonst auch vielleicht Kaffeesatz lesen, alles machbar. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ich sehe den Grimm! Okay, Harry. Du kannst deinen Horizont erweitern. Es brennt, es brennt. Gut, Leute, danke dir erstmal. Du bleibst noch mal kurz hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, wenn wir noch mal ein bisschen uns in die Esoterik-Richtung entwickeln sollen. Und dann sehen wir uns gleich in der Endcard wieder. Leute, das ist jetzt eure Tageskarte und sie scheint zu fliegen. Oh mein Gott, wie funktioniert das denn? Okay, Leute, wenn ihr neu dabei wart, dann lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Guckt auch gerne nochmal die letzte Folge an, die wir gemacht haben, zu so ungefähr einem Thema. Ich glaube, das war mit Kartentricks, ist halt nur ein bisschen anders, aber hat was mit Karten zu tun. Und schaut ein neues Funkvideo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und jetzt nochmal, wie kann diese Karte denn nur fliegen? Oh mein Gott, habt ihr schon, oh Gott.